Um die Geschichte von vorher nochmal aufzugreifen, ich war also dann da, ich war in der Prinzenbar beim Reeperbahn-Festival 2008 und ich war hammerhart enttäuscht. Ihr wart einfach schlecht. Also, das ist, glaube ich, tatsächlich so gewesen. Schon mal gesagt. Ja, in der Radiosendung, die wir danach machen mussten, weil ich hatte euch vorher zugesagt. Du hast gesagt, ihr habt aber irgendwie, ihr habt den Hit nicht gespielt, ihr habt nicht Stairway to Heaven gespielt und ihr habt nicht Wonderwall gespielt. Ihr habt die beides gespielt? Ja, das sind die Mucker, die Muckerpolizei in der ersten Reihe. Hoffentlich spielen sie auch mal das Ding, muss man gucken, wie das funktioniert. C kann ich, G kann ich auch. Nein, ich hatte ehrlich gesagt, bei dem Konzert hatte ich Angst um die Prinzenbar und ich hatte Angst um euren Schlagzeuger. Weil ihr habt eurem Schlagzeuger dermaßen also nah angespielt, ja. Es war nicht mal bei einer Engtanzfete, wäre das noch durchgegangen. Es geht um große Gefühle, was denkst du? Ja, und dann versuchen wir auf der Bühne zu komprimieren. Ich habe aber versucht, irgendwas Positives zu finden. Und das Positive, was ich gefunden habe, war, ihr habt unglaublich schnell abgebaut. Alles, was ich rede, tu und denke, alles, was ich singe, mag. Ich weiß, es ist nicht einfach zu verstehen, am besten schaltet's einfach ab. Was verbleibt mir noch als Schritte zählen auf dem Weg zu unserem Grab? Jetzt lauf, lauf, lauf nicht zu weit, denn es wird kalt. Komm besser ins Haus, sonst hol ich dich mit Gewalt. Katrin, bis jetzt haben die Leute von dir immer diese ganzen Lichtprojektionen ja gesehen. Und jetzt verwirren wir sie maximal. Fahrstuhl. Weil du bist Illustratorin. Eigentlich. Eigentlich, ja. Von Haus aus. Aber da macht man doch so Kritzeleien und so. Und da kommt man doch nicht auf die Idee, irgendwie mit diesen Schulprojektoren zu arbeiten. Doch, doch. Das habe ich sogar in meinem Studium schon gemacht. Und habe auch mein Diplom schon mit Projektionen gemacht. Und kommen dir die Ideen so währenddessen oder kann man, ich meine, das ist ja wirklich alles im Fluss und wenn du dann da mit Spiritus, mit Wasser, mit Zucker, mit was auch immer arbeitest, inwieweit kann man sowas planen oder muss man sowas planen sogar? Also ich spiele natürlich die ganze Zeit mit dem Zufall, aber ich versuche so weit wie möglich den Zufall als Mitarbeiter zu akzeptieren und zu steuern. Als mir heute jemand gesagt hat, dass es Tafelspitz gibt und dass wir uns das ja offensichtlich gewünscht haben. Johann hat das übrigens noch nie gegessen. Ach was? Ich auch nicht. Noch, ah. Ich dachte, ich hatte mich die ganze Zeit darauf gefreut, weil ich dachte, Tafelspitz ist falscher Hase. Ich dachte die ganze Zeit, geil, Hack. Na, du bist ja aber. Ich hab's früher ja? immer bei meiner Mutter gekriegt. Ja. Und es war immer sehr, sehr lecker. Ja, ja, und aber deswegen, ich frage mich, wo kommst du her? Ich bin Österreicher so und es ist an und für sich ja, ich glaube, es ist österreichisch. Ich weiß nicht, ob es... Ja, ja, österreichisch, süddeutsch. Der Wein hat korkt. Ja. Das muss ich bei Enno beschweren. Enno, unser Wein korkt. Ja. Finde ich nicht. Es wird so dermaßen unappetitlich, dass auch ich traurig wurde.